Hallo Ladies und damit willkommen zurück zu Nightmare from the Deep. Davy Jones, natürlich in der Sammleredition, weil wir haben es ja, wir sind ja total hier. Und nein, also herzlich willkommen zurück zu Nightmare from the Deep 3, Davy Jones und natürlich wieder mit dabei die herzallerliebste Lady Mirabelle. Hallo, herzlich willkommen. Und schau mir in die Augen, Kleines. Oh so. Nein, dann vergucke ich mich nur. Oh. Gut, lang ist es her, unsere Aufnahme. Wir müssen jetzt selber erstmal gucken, wo wir wirklich waren. Ich sehe nur Gold, das ist schon mal super. ich hätte jetzt ehrlich nicht gewusst, wo wir nochmal waren. Ich habe zwar nochmal kurz vorher reingeguckt, aber ich habe nicht in die Schlussszene geguckt, so von wegen, wo waren wir denn? Aber ich glaube, das hier ist ein Wimmelbild, ne? Ich glaube, das sieht fast so ein bisschen aus, ne? Ich guck mal. Und das ist wieder für diese Dublone. Ah, nee, ach stimmt, wir hatten das Video angeguckt. Ah, stimmt, da war ein Video zuletzt. Aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. natürlich wissen wir das, also, das wissen wir alles. Ach so, ja. Wie immer die Frage, wo gehen sie wohl hin, wenn sie ihre Geschichte erzählt haben? Die sitzen da, die bewegen sich nicht. Wo sollen sie hingehen? So, wollen wir jetzt nach da oben oder? Eine andere Wahl haben wir gar nicht. Warte mal, vielleicht sehen wir hier noch irgendwo ein Puzzleteil. Gucken wir erstmal. Haben wir noch gar nicht geguckt, oder? Ich guck schon die ganze Zeit immer wieder nach, wie heißt das Seepferdchen? So eins? Aber, oh, genau, dieses wollte ich auch gerade nehmen. Klar, dieses wollte ich eben gerade zur Sekunde, wolltest du das auch machen. Das ist einfach zu schnell. Guck mal, ob das passt. Ah. Nee, passt nicht, guck mal, ist falsch gedreht. Guck mal, schief, nee. Nee, komm wieder weg. Spektakulär. Wow. Alter, Leute, ich bin jetzt so geflasht. Sorry, nee. Ich glaube, wir müssen kurz pausieren. Ich muss kurz weg. Verdammt, funktioniert nicht auf der Kamera. Kommst du nicht raus? Nee, wegen meinem Headset komme ich nicht so weit weg. Ich häng fest. Hä? Hurra. Hä? Guck mal, der hält mal ausnahmsweise was anderes. Stimmt. Nee, das ist zu einfach. Nee, mach ich nicht. Was sollten wir hier wohl finden? Oh, verdammt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir gehen mal raus und warten. Können wir jetzt das Puzzle machen? Ja, nee, ist klar. Verdammt, ich hätte doch sagen sollen, Mira, du machst das. Gut, aber ich kann ja puzzeln. Ich krieg dann nachher wieder die Arschkarte, von daher. Ach so, ich kann gedrückt halten, okay. Ich glaube, dann wäre es sowieso besser, weil es dann, glaube ich, wegen der Zeitverzögerung bei dir... Ja. Eh wieder Stunden dauert. Echt, ey, unmöglich mal. Die ist immer so langsam, Leute, die ist so langsam. Opfer, mit sowas, ey. Muss ich arbeiten. Ja, echt, so ein Opfer. Opfer. Opfer ist gut. Ja, das schreibe ich mir manchmal selbst unter meine eigenen Videos. Du Opfer. Du Opfer, ey. Du kannst wohl gar nichts. Boah, sowas könnte ich gar nicht, ey. So eine Aussprache an, dann noch in Let's Face, das sehe ich ja auch manchmal, ne, wo ich mir dann so denke, oh, der Einzige, der ein Opfer ist, das bist du, wegen deiner deutschen Aussprache. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich es noch nicht erlebt, von daher mal gucken. Gerade mal überlegen, was, kann man die drehen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Wo ist denn das Orange, was da reinpasst? Was, die muss man drehen können eigentlich. Ja, meine ich doch. Weil das verläuft ja ganz anders. Nur ganz kurz klicken auch nicht? Ah, naja. Doppelklick. Oh. Manchmal sind so Anleitungen nicht schlecht, oder? Lass dir helfen, Trupley. Lass dir helfen. Nein. Ich kann das alleine. Ich will alleine machen. So. Dann ist das natürlich wieder einfach. Ich dachte gerade, hä? Das ist so schön. Bin ein bisschen gerührt. Was, dass ich das alleine kann? Ja. Sie werden so schnell erwachsen. Hä? Was hast du denn jetzt? Wieso erwachsen? Ich quatsch dich doch nur. Was will denn das kleine Küken da von mir? Was? Du weißt doch, dass du jünger bist als ich. Ja, aber... Ja, also was will das Küken? Ich bin immer jünger als jeder andere hier. Überall. Quatsch. Sei doch froh, solange man dich nicht alt nennt, ist doch alles in Ordnung. Na, es kommt bestimmt noch irgendwann so ein Zackenumschlag. Weißt du, was das darstellen soll? Also das, was du gerade zusammenstellen willst. Das stellt die
interdimensionale Transparenz einer, ach, was weiß ich. Bioplasmatische Verknoppelung der Haarwurzeln und die Wupsität der Pflastersteine. What? Die, wir verstehen uns. Ey, geil, eine Brücke. Ich habe ein Puzzle gemacht und es kommt eine Brücke. Ey, ich muss, ja. ich muss mal ganz kurz ein Puzzle holen. Sekunde, ich muss mal puzzeln gehen. Ich möchte mal gucken, ob hier zu Hause bei mir auch... Ja, genau. Leute, ihr braucht gar keine Techniker oder sowas oder Ingenieure. Hey, puzzelt ein Puzzle, ja, und dann baut sich das alles von alleine auf. Kastenschloss. Ja, echt. Oh, Video. Yay. Hä? Hm. Hä? Ich muss den erst sauber machen, damit ich das reinlegen kann. Das passt sonst nicht, der Staub reibt. Achso, die Reibung. Why would pirates attack Davy Jones? We shall see. Before becoming the infamous Sea Devil, he was known as the most cunning of merchants. He ran his partner's businesses into the ground, claiming they only had their own greed to blame. In the pirates, he chose the wrong partners to betray. They sought revenge. And so, they gathered the ships and sailed towards Davy Jones and his little island in the sea. Warum wusste ich, dass das so klar war? Und ich frage mich, woher sie das jetzt jedes Mal haben, was jetzt in der Hand erscheint. Was ist das eigentlich? Das? Voodoo-Kristalle. Voodoo-Kristalle. Ja. Hab ich auch. Voodoo. Nee, also es war doch irgendwie klar. Bei jedem Teil war es so, es gab erst den Bösen und dann, ach, eigentlich ist er ja ein Guter, aber er hat sich halt mit den falschen Leuten angelegt. Er hatte keine Wahl, ja. Ja. Gibt's dann noch einen Teil? Kommt noch ein vierter Teil? Hm. Bestimmt, weil es gibt ja den Ursprungsbösen oben. Guck mal, kennst du diese Kiste? Oh Gott. Eins, ja. Zwei, drei, vier, fünf, nee. Ach, auch wieder sauber machen. Oh. Ey, das, weißt du, der hat so viel Geld. Das macht richtig gut. Der hat so viel Geld, der hat so viel Geld. Der hat Money, ja? Der hat, kann er sich keine Putzfrau leisten. Das ist ja gesehen, der hat ja jetzt auch nur eine Bedienstete in der Küche. Stimmt. Und das, ja, ist unsere Tochter, zufälligerweise. Ja. Hier, ich hätte da unten noch die Mirabelle abzugeben. Die macht auch super sauber. Du willst mich abgeben? Ja, irgendwann ist das Let's Play ja zu Ende, dann kann er die ja dann, na egal. Es gibt noch ein Bonuskapitel, bitte behalten mich. This place is where I've kept my greatest treasure. The greatest I could ever hope for. Ein Bild. Okay. Ein goldener Hinweis. Ein Bild. Ein Bild. Wir können es uns nicht nochmal näher angucken. Nee, es hätte mich jetzt mal interessiert. Ich meine, alles ist hier mit Bildern, ne? Gucken wir hier nochmal nach einer Karte oder sowas. Irgendwie habe ich das Gefühl, könnte es noch sowas geben wie eine Karte oder ein Seepferdchen. Wir hatten zwar das Puzzleteil, aber es würde mich jetzt nicht wundern, wenn hier noch irgendwas anderes ist. Gut, aber ich übergebe jetzt mal die Steuerung an die Mirabelle. Nein! Nein! Doch! Nicht! Doch! Ein Fehler! Nö, ich bin auch schon die ganze Zeit am Gucken, aber... Was ist eigentlich selten, dass nur eine Sache was da ist, oder? Ja, manchmal sind ja zwei Sachen da, deswegen... Kann das sein? Nee. Oh. Sieht mal so aus, weil guck mal auf der anderen Seite. Achso, da ist es auch. Geh mal ein bisschen näher an die Grube ran. An die Grube? Ja, damit ich schubsen kann. Ja, speichern Spiel beenden. Das ist schon wieder so gemein. Ach, ein Quatsch. Ich sonst doch. Das ist ja immer so ein Charmeur, wenn wir nicht aufnehmen und dann... Ja, hallo. Keine Beweise im Video. Wie die Axt im Walde. Keine Beweise im Video, ne? Man darf ja nicht sehen, ne, dass ich da doch so eigentlich ein ganz lieber netter Mensch bin. Nächstes Mal nehme ich das auch heimlich auf. Und ich habe das nicht erwähnt, weil es heimlich bleiben muss. Ja. Die Frage ist nur, ach, dann schneidest du das vors Video, ne? So. Und so hört sich dann der Tro an, wenn er gemein ist. So out. Wenn er lieb ist. Die Outtakes, genau, weil wir ja so viele Outtakes haben und einfach zwischendurch abbrechen, ne? Ich bin verwirrt. Hier gibt's nichts. Nee. Warte mal, wir gucken mal im Tagebuch kurz nach. Wow. Okay. Sind doch schon Seite 18. Hm.
Wird also sich bald dem Ende neigen? Könnte sein. Soll ich es vorlesen? Tu dir keinen Zwang an. Ah, ist meine Engelsstimme wieder ölen? O'Malley ist davon überzeugt, dass der Trank wirkt. Allerdings fehlt noch eine Zutat. Dabei handelt es sich um den legendären Schatz von Davy Jones. Der Hinweis, wo man diesen Schatz findet, soll sich in Davy Jones Schatzkammer befinden. Ich muss diesen Hinweis finden. Schmatzkammer? Schmatzkammer. Oder Schmatz von... Erster Riss, ich hab Hunger. Du hast Hunger? Warum isst du nichts? Ja, weil... Weil ich gezwungen wurde, diese Aufnahme mit dir zu machen, so, ne? Ja. Ist klar. Gib nur was zu essen nach den Aufnahmen immer, damit ich auch ja komme. Wieso kommt... Nee, ich frage also, nicht. Also, erscheine, um aufnehmen zu können. Oh Gott, Kopfkino. Das hört sich alles so falsch an. Es hört sich alles so falsch an, es wird immer fälscher. Ja, was soll man tun? Ich würde sagen, zurück. Nicht dahin zurück. Andere zurück. Warte. Das andere zurück. Ach so. Okay, das war die Nische. O'Malley. War der Nische jetzt? Ach so, wir sind da in der Nische gewesen. Ich wollte gerade sagen, wir waren in der Nische. Wir waren in der Besenkammer. Die. Wir beide alleine. Gehen wir nochmal zu O'Malley. Incredible. You found the vault. You've located the hint of finding the treasure. It's a nice painting of... Sure. I don't know where this place is, but there is a way to find out. Please, go to the town and find the witch. She can locate people and places with any item that bears a connection to them. If you find her, ask her for some stardust. It's one of the potion's ingredients, and we might need it. I fixed the cart for you. You can use it to get to town. All it's missing is the conveyor belt. I could swear I had it somewhere here. Okay. Klingt nach einem Wimmelbild und, oh mein Gott, hier gibt's eine Hexe. Und das bin ich. Verdammt. Das flasht mich jetzt total. Nee, das geht nicht, also. Ach, hier fehlt immer noch das, Ja. Aber dann wird's ja hier irgendwo wieder ein Wimmelbild oder sowas geben. Hier ist immer noch derselbe Schmarrn. Also ich dachte eigentlich, wir kommen schon langsam so Richtung Ende, aber anscheinend ist das dieser Teil doch mal ein bisschen länger, oder? Wirkt ganz so, also entweder ist es... Entweder sind wir total langsam geworden, ja, als beide Wimmelbild-Profis, ja? Ja, aber ich meine, wir sind jetzt schon auf 18 von 18, also Seite 18 von 18. Das hat ja nichts zu bedeuten. Wir müssen jetzt irgendwo ein Band finden. Nichts leichter als das, Das da kriegen wir auch noch nicht raus, da sind ja auch noch Nägel. Hier sind noch so viele offene Fragen. Da fehlen noch ein paar Sachen, ne? Da fehlen uns noch Teilchen. Da fehlen, ja, Teilchen, genau. Hier ist auch nichts weiter. Was ist das? Diese total sichere Brücke. Die ist selbst gebaut. Hier ist aber nichts weiter. Geh nochmal zu diesem blöden Schuppen zurück. Oh Gott sei Dank, da muss man nicht nochmal rein. Da ist ein Chamäleon. Nee, ist da nichts weiter. Ich gerade auf den Schlauch. Ich auch. Aber tierisch. Weil es ist ja eigentlich selten so, dass man jetzt so weit zurück muss. Ich wollte es gerade sagen, so weit muss man nicht zurück und jetzt als nächstes hätte ich jetzt irgendwie ein Wimmelbild oder so erwartet. Mhm. Also wenn er sagt, ich habe es hier irgendwo versiehlt. Geh nochmal in der Schatz. Obwohl, der kann es halt nicht dort versiehlt haben, wenn er es nicht wusste. Voller Juwelen. Das hier kann man nicht verwenden. Hier ist nichts, was leuchtet. Hier ist auch nichts. Mysteriös. Ich möchte keine Hilfe benutzen. Wir sind zu zweit, wir müssen es ohnehin kriegen. Ja. Aber irgendwie... Irgendwas übersehen wir. Hast du was von? Nein, wir übersehen nichts. Also, wir wollen das mit euch natürlich alles machen. Wir machen es spannend. Wir machen es spannend, genau. Ah, da ist das Wimmelbild. Waren wir hier schon mal? Ja, hier waren wir schon mal drin. Ja, da hatten wir hier diese Teile gesucht, wo du dann hier dieses Dreieck da... Ja, hack nicht auf fast verheilten Wunden rum. Gut. Kerzenlöscher.
Da ist er nicht drin. Da ist er drin. Ey. Verwirrt. Da ist er. Zu. Da ist er und tschüss. Schlüssel, brauchen wir den? Nee, ne? Nee. Was geht denn hier auf? Die Rose. Die Rose. Mhm. Ich mache jetzt mal das Schwere für dich. Das Tamburin. Gott, das wird zu peinlich wieder. Ne? Ich hätte jetzt hier drin die Schildkröte. Vorne weg, ich habe Kopfschmerzen. Das ist voll die Begründung, wenn ich was nicht finde. Achso. Ah, okay, gut. Also ich habe jetzt 3 von, halt, warte mal, die Schildkröte. Der möchte aus der Schale. Also da ist eine Schildkröte drin. Wobei es hier eher wie Tentakel aussehen, ne? Ja, ein bisschen eklig. Okay. So, also gucken wir mal weiter. Thermometer. Alle kann mit dem Fett mal drauf. Thermometer, Lorenriemen. Ha, jetzt wissen wir, wo wir den herkriegen. Hm. Fernrohr und Lineal kommen. Ist zwar ein Gliedermaßstab, aber passt. Und du bist dran. Gut. Wo ist denn die Maus? Da ist die Maus. Lady Mirabelle, the stage is yours. Oh, das ist keine Feder. Guck mal. Du brauchst in keine Schublade mehr reingucken. Eigentlich. Gar nicht mehr. Eigentlich, außer in der untersten. Da müsste irgendwas drin sein. Da war nichts. Ein Hund fehlt halt noch. Da müsste irgendwas drin sein, aber ich weiß nicht, was da drin sein sollte. Weil ansonsten macht es keinen. Nee, das ist es halt. Hm. Ich glaube, da war in der vorherigen was drin. Ja. Federn, Kolben. Da habe ich das hier gedacht, Pferd. Aber nicht. Naja, Federn, das ist eine Feder. Und das sind Federn. Guck mal, du trägst auch immer ein bisschen, ich sag jetzt mal bunter, ne? Übrigens, deine blonden Haare, die sehen wirklich wunderschön aus. Schleimer. Ja, was? Ich sag's doch nur ehrlich. Ja, ist man mal ehrlich und dann. Ja. Frauen, ich bin's nicht undankbar. Gewohnt, dass du nett zu mir bist in der Aufnahme. Ich kann damit nicht umgehen. Ja, kann ich nicht. Ey, weißt du was, ey, ganz ehrlich, ich würde deinen Friseur verklagen. So, Punkt. Zufrieden? Aber ich hab's selbst gemacht. Dann verklag dich mal. Ja. Ich hoffe, du hast auch einen guten Anwalt. Kolben. Such den Hund eigentlich total gierig, aber. Ja, besonders, wie willst du denn den Hund, Denkst du an eine Hundestatue, aber. Ach, hier muss er drin sein. Ach, Bild. Habe ich voll nicht drauf geachtet. Habe ich alles geguckt, brauchst nicht mehr reingucken. Geh, lass sein. Brauchst du nicht. Wir brauchen noch irgendwas, um hier das aufzuklopfen, oder? Ja, klar, klopfen wir mal auf, ne? Hier. Ah, ich will sie behalten. Aber jetzt mal ganz im Ernst, da kam ein Tentakel raus. Da kam ein Tentakel raus. Vielleicht, Egal. Reden wir nicht drüber. Ja. Das war bestimmt irgend so ein... Suchen wir einen Kolben. Alien in der Form einer Schildkröte. Ah, ich habe den Kolben schon gefunden. Oh. Was? Kolben? Ja. Es ist jetzt nicht so ein Lötkolben oder sowas, sondern denkt mal an den Chemieunterricht. Sowas? Da! Hey, es ging relativ schnell. Du hast es relativ schnell verstanden, was ich meinte, ne? Ich bin ein bisschen stolz auf mich, aber... Ich würde ja jetzt auf die Schultern klopfen, aber naja, ja. Soll ich mal? Ja. Na, no, das tut so gut. So, auf die Schulter geklopft. Da. Ja, und jetzt? Dann würde ich sagen, fahren wir in die Stadt, oder? Shoppen! Yay, Schuhe kaufen. Wow. Jetzt hat ich irgendwie eine Videosequenz oder sowas erwartet, ja? So voll so 3D-Effekte und... Ja, so richtig so 3D-Effekt, so... Muss noch eine 3D-Brille aufsitzen, ja, und dann so Rollercoaster, yeah! Up and down, woo! Looping! Richtig spannend, spektakulär. Ja, und aber dann... Nein. Na toll, Szenenwechsel. Ole, ole. Weißt du, aber sonst für jeden Weg irgendwo irgendwas Spezielles so... Und wenn es nur so ein Ranzoom ist, so ein dramatisches... So, ja. Dam, dam, dam. Gut. Hm. Gucken wir mal. Das könnte guck mal, eine Karte sein. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine Karte, oder? Hm. 7 von 10. Hm. 7 von 10, da müssten wir einfach auch mal gucken, was wir noch brauchen eigentlich. Oh. Blablabla. Was meinst du, ob die Geistens dann später mal so aussehen, wenn sie mal kein Geld haben, weil sie sich nichts zu essen leisten können? Vermutlich. Gucken wir mal, was er zu sagen hat, der Robert. Where are you heading, Wayfarer? To the witch. She's a
crazy old bugger. Most times she's babbling on about waking up those damned old guardians. They're not going anywhere, so stay a while. Play a game with me, eh? What do you mean you're in a hurry? Oh, that is unfortunate, because I'm so bored, I might just rat you out to Davy Jones if you don't play with me. Oh, me dice! Me dice! Oh, that bugger! Trick me dice! Wow. Gut. Ob wir jetzt ein Spiel noch mit ihm spielen werden oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Weil wir sind schon wieder am Ende. Oh nein. Doch. Die Zeit ist schon wieder um. Gut, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Ich lese es immer wieder gerne. Gerade bei Amira. Ja. Und wie immer bedanke ich mich ganz lieb bei der Mirabelle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.